So, hallo an alle, ich bin der Jonas, ich mache mit euch heute die 10. Hausübung und ihr könnt jetzt hier sehen, wann ich im Video welchen Abschnitt behandle, damit ihr dann notfalls einfach zu dem Teil springen könnt. Viel Spaß! In der Hausübung heute geht es allgemein um die grafische Umsetzung in Java. Ich lese euch jetzt mal kurz den Text vor, damit ihr wisst, um was es geht. In dieser Hausübung wollen wir ein Programm zur Visualisierung von 2D-Materialzuständen realisieren. Das Grundgerüst unseres Programms ist Ihnen bereits durch die Vorlage gegeben. Beim Start des Programms sollen vorhandene Zuschnittsvorlagen eingelesen und über die GUI des Programms betrachtbar gemacht werden. Die bereits vorgegebene GUI ist in zwei Bereiche durch zwei J-Panels aufgeteilt. Im oberen Bereich des Fensters befindet sich das Image-Panel. In diesem sollen die Zuschnittsvorlagen gezeichnet und somit auch angezeigt werden. Unter dem Image-Panel, also am unteren Rand des Fensters, befindet sich das Control-Panel. In diesem Panel befinden sich Elemente, mit denen man mit der GUI interagieren kann, also beispielsweise Buttons, Checkboxes und so weiter. Bevor wir die GUI betrachten und modifizieren, wollen wir uns zunächst einen Überblick verschaffen, wie die Zuschnittsvorlagen realisiert werden. Alle Zuschnittsvorlagen befinden sich im Ordner Templates des Projekts und haben die Dateiendung .txt. Die Vorlagen sind folgendermaßen aufgebaut. In der ersten Zeile befindet sich die Größe des benötigten Ausgangsmaterials in Pixel. Zuerst wird die Breite genannt, dann folgt die Höhe. Alle weiteren Zeilen sind Schnitte von einem Punkt zu einem anderen Punkt. Jeder Punkt wird durch seine X- und Y-Koordinate angegeben. Folgend eine Beispieldatei. Also hier sieht man jetzt in der ersten Zeile die Größe des Ausgangsmaterials. Und dann haben wir jetzt hier immer Schnitte von diesem Punkt zu diesem Punkt. Pro Zeile quasi ein Schnitt. Und das wird dann hier unten auch nochmal erklärt. Ich kann es auch nochmal vorlesen. Aus der Beispieldatei können wir Folgendes ablesen. Die Breite des benötigten Ausgangsmaterials muss 100 Pixel betragen, die Höhe 120. Der erste Schnitt startet bei 2020 und endet bei 2080. Das kann man hier sehen. Und alle vier Zuschnitte zusammen ergeben also ein Quadrat der Größe 60 Pixel, wobei die obere linke Ecke des Quadrates sich an 2020 befindet und die untere rechte Ecke an 8080. Wir gucken uns jetzt mal die erste Aufgabe an. Also die H1 ist in dem Fall eine Datei in String Array einlesen. Erweitern Sie zunächst die Klasse Mainframe um eine Klassenmethode ReadAllLines. Diese bekommt einen Dateipfad als String übergeben und soll die Datei am übergebenen Pfad einlesen und die Zeilen der Datei in einem String Array zurückgeben. Die Datei wird also Zeile für Zeile in einem String Array gespeichert. Eingelesene Zeilen, die beim Aufruf der Methode isEmpty der Klasse String True zurückliefern, sollen nicht im zurückgegebenen Array enthalten sein. Verbindliche Anforderungen: Sie müssen die Aufgabe mit Java Streams lösen. Der Body der Methode darf nur aus einer einzigen Anweisung bestehen, die logischerweise eine Return-Anweisung enthält. Eventuell auftretende Exceptions sollen nicht abgefangen werden. Passen Sie die Methode dahingehend an. So, als allererstes gucken wir uns nun mal die Vorlage an. Die habe ich jetzt hier mal schon importiert. Wir sehen jetzt hier rechts, dass wir einen Source-Ordner haben. Und dieser Source-Ordner enthält einen Main- und einen Template-Ordner. Haben jetzt verschiedene Quellcode-Dateien. Außerdem haben wir noch einen Templates-Ordner und in dem finden wir auch schon, wie wir bereits gerade gesehen haben, diese Templates. Das ist zum Beispiel dieses Viereck, das wir gerade vorher gesehen haben. Die machen wir jetzt aber erstmal noch zu und öffnen mal hier unsere Quellcode-Dateien. Also wir haben zum einen Mainframe, wir haben das Cutting-Template und wir haben Line. Gucken wir uns die Sachen mal an. Wir sehen hier bei Mainframe werden verschiedene Sachen aus grafischen Bibliotheken importiert. Wir haben hier oben auch noch ein paar. Und dann gucken wir uns mal den Code an. Wir haben hier oben ein paar Variablen, die initialisiert werden oder einfach nur deklariert werden zuerst. Hier zum Beispiel ein paar grafische Elemente. Dann sehen wir hier die Methode, die wir gleich implementieren sollen. Hier sind noch andere Methoden, die wir später implementieren sollen. Hier ist die Main-Methode. Und hier können wir sehen, dass hier dieses Mainframe erstellt wird, auf dem wir später arbeiten. Das können wir uns auch gleich mal angucken. Und dann haben wir hier noch verschiedene Methoden, die hier im Moment vorgegeben sind. Und hier ist dann der Konstruktor unseres Mainframes. Da sieht man auch zum Beispiel das Layout. Das ist an der Stelle ein Border-Layout. Und hier unten werden dann verschiedene Buttons erstellt. Die werden wir auch gleich sehen. Und die kriegen hier auch Action-Listener, die gewisse Sachen machen. Hier haben wir zum Beispiel auch ein Label, das erstellt wird. Hier werden alle Sachen zu diesem Control-Panel hinzugefügt. Und dieses Control-Panel wird dann, wie man hier sieht, an Border Layout ganz unten eingefügt. So, dann gucken wir uns einmal an, wie das Ganze aussieht, wenn wir das ausführen. Genau. Also im Moment sehen wir noch nicht allzu sehr viel.
Und wir sehen allerdings hier unten bereits die beiden Buttons. Wir sehen hier einen Nach-Links-Knopf und einen Nach-Rechts-Knopf und ein J-Label. Die schmeißen im Moment natürlich Fehlermeldungen, weil hier natürlich sehr viel Code fehlt. Und also das waren jetzt zum Beispiel die Buttons, die hier an der Stelle im Code erzeugt worden sind. Also wir haben hier den Button Previous, der wurde hier erzeugt. Hier wurde eine Liste hinzugefügt und hier wurde er dann zum Panel geaddet. Dann können wir uns noch die anderen beiden Dateien angucken. Das ist hier ein Cutting-Template. Es hat eine Breite, eine Höhe und einen Namen. Da können wir auch Namen setzen. Später müssen wir hier Schnitte hinzufügen oder Schnitte abrufen. Das müssen wir später dann auch schreiben. Und dann noch eigene Templates schreiben und die dann hier einlesen können. Und dann haben wir noch die Klasse Line, die stellt einfach eine Linie dar und hat eine Methode, die Distanz zurückgibt. Also die Länge der Linie sozusagen. Wir beginnen als allererstes mit der ersten Aufgabe. Bei der ersten Aufgabe kriegen wir hier einen FilePath übergeben als String und sollen dann diesen in einen Stream umwandeln und dann diesen Stream am Ende in ein String-Array umwandeln. Das heißt, das allererste, was wir hier machen, wir müssen hier noch zwei Sachen importieren. Wir brauchen zum einen eine Klasse, die sich um Dateien kümmert, also um Input- und Output-Sachen. Und dann haben wir zum einen noch, brauchen wir noch eine Klasse, die sich um Pfade kümmert. Dafür verwenden wir Paths. Das allererste, was wir jetzt an der Stelle machen, wir müssen ja unsere Datei einlesen und die Datei Zeile für Zeile in einen Stream schreiben. Dafür gibt es eine Methode, nennt sich Lines. Das ist eine Klassenmethode der Klasse Files. Und die kriegt dann Pfad übergeben. Das heißt, um diesen String jetzt in einen Pfad umzuwandeln, verwenden wir die Methode get der Klasse Paths und übergeben der jetzt einfach unseren Pfad. So, was wir jetzt an der Stelle haben, wir haben jetzt hier einen Stream, der die Zeilen der Datei an der Stelle FilePath enthält. Was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen jetzt die Sachen rausfiltern, die leer sind. Das heißt, wir können auf unserem Stream einen Filter aufrufen, der jetzt auf jeden Wert einzeln diesen Filter anwendet und nur die Werte im Stream lässt, bei dem der Filter true zurückliefert. Das heißt, wir wollen alle Werte drin behalten, die nicht leer sind. Das heißt, was wir hier machen, wir negieren die Methode isEmpty. Andersrum. Wir rufen die Methode isEmpty hier auf jedem Element auf und negieren die. Ja? Das heißt, alles, was nicht leer ist, bleibt in unserem Stream vorhanden. So, und was wir dann am Ende einfach noch machen müssen, wir müssen das noch in ein Array umwandeln. Dafür verwenden wir einfach die Methode toArray mit der Funktion String new. So. Und damit wäre jetzt auch unsere Ausgabe an sich korrekt. Was wir hier allerdings beachten müssen, in der Aufgabenstellung steht ja auch, dass eventuell auftretende Exceptions nicht abgefangen, also die sollen nicht abgefangen werden. Das heißt, wir müssen diese Exceptions weiterreichen und wir können jetzt mal hier gucken. Da sehen wir zum Beispiel, dass die Exception IO-Exception nicht abgefangen wird und dann können wir einfach noch Throws IO-Exception dazu schreiben. Die müssen wir natürlich auch noch importieren. So, dann wäre das Problem auch beseitigt. Wenn ihr jetzt natürlich hier in einem Texteditor schreibt und euch das Programm nicht anzeigt, welche Exception ihr braucht, könnt ihr natürlich auch einfach googeln. Dann geht ihr einfach hier und sagt Files, Java 8 Logs zum Beispiel in unserem Fall. Geht dann hier auf die Dokumentation. Guckt dann, das sind jetzt hier alle Methoden dieser Klasse. Sucht euch dann die Methode Files, Lines raus. Und dann sieht man hier an der Stelle auch Public Static Lines und dann steht auch hier Froze IO Exception. Ja? Also so könnt ihr auch nachgucken, welche Exceptions ihr möglicherweise abfangen müsst oder welche Exceptions eure Methode werfen kann. So, wir gucken uns nun als nächstes die H2 an. Zuschnittvorlagen implementieren 1. Und wir haben hier im Package Template zwei Klassen gegeben, die wir benutzen sollen. Wir haben zum einen die Klasse Cutting Template. Die stellt eine Zuschnittsvorlage dar und hat drei Objektattribute. Die Breite, die Höhe und den Namen und auch diverse Setter- und Getter-Methoden. Dann haben wir noch die Klasse Line. Die stellt eine Linie oder einen Schnitt dar zwischen zwei Punkten. Diese Linie wird dann zwischen Punkt 1, also mit x1, y1 und Punkt 2, x2, y2 gezogen. Und die Klasse hat dafür dann auch Objektattribute, das sehen wir dann gleich. So, wir sollen nun die Klasse Cutting Template erweitern und zwar um drei Public-Methoden. Wir haben zum einen eine Methode addCut, die kriegt zwei Punkte übergeben und soll eine Schnittlinie hinzufügen. Und wir sollen uns hier überlegen, wie wir das Ganze abspeichern können und wir sollen auch die Klasse dementsprechend modifizieren. Und genau, die Schnittlinien sollen dann auch einen gewissen Int-Wert zugeordnet bekommen. Das müssen wir dann bei unserer Datenstruktur beachten.
Dann haben wir noch die Methode Number of Cuts. Die soll dann die Anzahl der Schnittlinien in der Vorlage zurückliefern. Und wir haben noch eine Methode GetCut. Und die soll dann quasi die Schnittlinie am Index zurückliefern, den wir da übergeben. Wir gucken uns nun die Vorlage an und sehen hier unten die drei Methoden, die wir jetzt hier implementieren sollen. Und wir wählen jetzt als erstes die Methode AddCut. So, als allererstes benötigen wir nun eine Datenstruktur, in der wir unsere Schnitte speichern können. Ich wähle jetzt an hier Stelle eine ArrayList. Ihr könnt natürlich zum Beispiel auch eine LinkedList verwenden. Das Wichtige an der Stelle ist nur, dass die Datenstruktur sich automatisch verlängern kann sozusagen. Wenn ihr jetzt hier ein Array nehmt, dann müsst ihr quasi auch noch eine Methode schreiben, die das Array dann verlängert und dann umkopiert oder ähnliches. Bei einer ArrayList hat man das Problem nicht, da die Länge da dynamisch ist. Deswegen nehme ich jetzt hier mal eine ArrayList, nenne die Cuts. Und wir müssen hier natürlich auch noch den generischen Typen Line wählen. Und machen jetzt hier unsere ArrayList. Line. Genau. So. Jetzt haben wir hier natürlich die ArrayList noch nicht importiert. Das heißt, wir machen das jetzt hier an der Stelle noch. Genau. So, dann haben wir jetzt hier unsere Datenstruktur ArrayList. Und in die können wir jetzt Sachen einfügen. Das heißt, wir gehen jetzt hier unten in AddCut. Und als allererstes erstellen wir uns jetzt hier ein neues Line-Objekt. Wir nennen das jetzt einfach mal Cut. Und übergeben dem jetzt, wir können uns dafür kurz den Konstruktor angucken von Line. Und da sehen wir, dass der vier Parameter übergeben bekommt, also vier Koordinaten an der Stelle hier. Und dann einfach hier die Objekte initialisiert. Und wir haben ja hier auch unsere vier Koordinaten bekommen. Das heißt, wir können jetzt hier einfach x1 übergeben. Dann müssen wir natürlich darauf achten, dass hier die Reihenfolge jetzt richtig ist. Und hier wird auch zuerst der erste Punkt übergeben und dann der zweite Punkt. Das heißt, wir machen es jetzt hier genauso. Und übergeben jetzt hier noch x2, y2 und genau. So. Jetzt müssen wir allerdings diesen Cut, den wir hier gerade erstellt haben, also diese Line, müssen wir jetzt noch zu unserer ArrayList hinzufügen. Das heißt, wir fügen das jetzt hier noch hinzu mit der Add-Methode von ArrayList und übergeben hier den Cut. Genau. Wir können jetzt hier oben, wenn wir wollen, das Attribut auch private machen, so wie sich das für Attribute gehört. Und damit wäre auch unsere AddCut-Methode an der Stelle schon fertig. Als nächstes möchten wir unsere GetCut-Methode implementieren. Die kriegt einen Index i übergeben und soll uns das Element an der Stelle i quasi zurückliefern unserer Datenstruktur. Das heißt, wir haben hier die Get-Methode der ArrayList. Das heißt, wir verwenden hier unsere ArrayList-Cuts wieder. Die ist ja in der gesamten Klasse gescoped. Und nehmen dann einfach die Get-Methode mit i, return den Wert. Und damit wäre auch die Teilaufgabe hier schon erlöst. Dann haben wir doch die Number of Cuts und unsere ArrayList hat ja auch eine gewisse Länge. Da gibt es auch eine Methode für, die heißt Size. Das heißt, wir können hier einfach cuts.size aufrufen und den ganzen den Wert zurückgeben. Und damit wäre dann auch die Teilaufgabe schon gelöst und damit auch die H2 fertig. Bevor wir jetzt allerdings mit der H3 anfangen, kümmern wir uns noch ganz kurz um die Java-Docs und schreiben die jetzt hier kurz dazu. Also hier wird ja ein Cut hinzugefügt. Das heißt, wir schreiben jetzt hier add the cut at the given coordinates zum Beispiel. Und dann ist das jetzt zum Beispiel given x coordinate of first point. Das ist hier die gegebene y Koordinate at first point. Das ist jetzt hier die given x Koordinate of second point. Und das ist die gegebene y-Koordinate des zweiten Punktes. Und dann haben wir hier noch, das ist jetzt AddCut gewesen. Dann haben wir hier noch GetCut. Ups. Ein bisschen unpraktisch. Haben wir hier noch GetCut. Und die gibt uns einfach den Cut bei der Position i zurück. Position, also das ist quasi unser Index hier. Und es ist wahrscheinlich besser hier Index zu schreiben. Genau. Dann haben wir für die Methode noch die Java-Docs. So, und die gibt uns ja die Anzahl der Cuts zurück. Ups.
So, dann haben wir vorher auch die Java-Docs leider vergessen, weil unsere Methode read-online, die fügen wir jetzt auch noch hinzu. Und die Methode hat uns ja ein String-Array zurückgegeben mit allen nicht leeren Lines dieses Pfades. Genau, also das ist unser gegebener Pfad und es gibt ein String Array zurück und die Exception kann halt in dem Fall geworfen werden. So, genau. Als nächstes kümmern wir uns jetzt um die H3. Und die H3 ist Zustandsvorlagen implementieren 2. Und dabei geht es darum, eine Public-Klassen-Methode zu implementieren. Das ist in dem Fall Parse-Cutting-Template in der Klasse Cutting-Template. Und die bekommt jetzt ein String Array übergeben und liefert ein neues Cutting-Template zurück. Bei diesem String Array hier können wir davon ausgehen, dass die von unserer vorhergeschriebenen Methode ReadAllLines erstellt wurde und dass es sich dabei um eine valide Zuschnittsvorlagendatei handelt. Und die gucken wir uns jetzt gleich nochmal zusammen an, aber in der ersten Zeile befindet sich ja die Breite und die Höhe und alle weiteren Zeilen enthalten die Schnittlinien. Das hatten wir ja oben schon mal. Und die Methode soll jetzt quasi die Breite und Höhe aus dem übergebenen Array auslesen und in den entsprechenden Objektattributen des neuen Cutting-Template abspeichern. Und wir sollen dann alle Schnittlinien, also alle weiteren Zeilen ab der ersten Zeile, als Linien hinzufügen. Und wir sollen es am Ende zurückliefern und wir sollen auch den Namen noch nicht setzen. So, als allererstes gucken wir uns jetzt nun die Templates an, wie die aufgebaut sind. Das heißt, wir machen jetzt hier mal Template 1 auf und sehen jetzt, dass für uns jetzt erstmal wichtig ist, dass in der ersten Zeile die Breite sowohl als auch die Höhe stehen und die sind beide durch ein Semikolon getrennt. Das heißt, was wir als allererstes machen wollen, sind die beiden Werte hier zu extrahieren. Das heißt, wir haben ja hier unser Array gegeben. Das wird ja von unserer Methode ReadAllLines verarbeitet, die wir vorimplementiert haben. Und wissen jetzt, dass an der Stelle 0 dieses String Arrays die erste Zeile unseres Templates steht, ja. Das heißt, wir verwenden jetzt hier die Methode Split. Das heißt, wir machen jetzt hier ein String Array, weil die Methode Split ein Array zurückliefert und nennen das jetzt einfach mal Size. Und rufen das jetzt auf unserem nullten Objekt auf, in unserem übergebenen Array, rufen jetzt hier Split auf und verwenden jetzt hier ein Semikolon als Split-Objekt. Das heißt, die erste Zeile hier wird an der Semikolon-Stelle gesplittet und alles, was links vom Semikolon steht, wird dann an der Stelle 0 des zurückgelieferten Arrays gespeichert und alles, was rechts davon steht, wird jetzt in dem Fall an der Stelle 1 in unserem zurückgelieferten Array gespeichert. Das heißt, unsere Size hier hat jetzt an der Stelle 0 300 gespeichert und an der Stelle 1 auch 300 gespeichert. Das heißt, was wir jetzt hier machen können, wir können jetzt hier zum Beispiel in Div sagen und das Ganze nochmal zwischenspeichern, damit es ein bisschen sauberer aussieht und sagen, das ist jetzt hier Size 0 und sagen jetzt hier, die Höhe ist an der Stelle Size an der Stelle 1. Ah, okay. Was wir jetzt hier vergessen haben ist, das ist ja ein String-Objekt. Das heißt, was wir hier noch machen müssen, wir müssen das Ganze jetzt in einen Integer parsen. Das heißt, wir verwenden jetzt hier zum Beispiel Value of. Und dasselbe machen wir hier unten auch. Genau, weil dieses Objekt an der Stelle ist ja hier ein String. Wir wissen zwar, dass es eine Zahl ist, aber wir müssen das hier trotzdem erst nochmal in ein Integer-Objekt umwandeln, ja? Genau, und jetzt haben wir die Breite und die Höhe unserer Cutting-Template bestimmt. Jetzt sehen wir hier oben im Konstruktor, unser Cutting-Template bekommt eine Breite und eine Höhe übergeben. Das heißt, wir machen uns jetzt hier mal ein Cutting-Template, nennen das einfach mal Temp zum Beispiel, ist an der Stelle jetzt nicht so wichtig. Und erstellen jetzt hier ein neues Cutting-Template und mit unserer gerade erstellten Breite und Höhe. So, das können wir jetzt dann später schon mal zurückgeben, da können wir hier schon mal Template schreiben. Jetzt müssen wir allerdings noch alle Zeilen einlesen und da neue Schnitte hinzufügen. Das heißt, wir wählen jetzt hier eine Vorschleife zum Beispiel, sagen ganz normal, dass unser i am Anfang 0 ist und lassen jetzt unser i so lange hochzählen, wie unser Array lang ist, weil das ist ja jetzt die Anzahl unserer Schnitte. Allerdings müssen wir jetzt hier bedenken, dass wir hier bei 1 anfangen und nicht bei 0. Weil wir haben ja die nullte Stelle hier oben schon verarbeitet. Das war ja nur unsere Größe. Und die Schnitte beginnen ja erst immer ab der zweiten Zeile. Das heißt, wir fangen hier bei 1 an, lassen das Ganze dann hochzählen
und müssen uns jetzt Gedanken machen, was wir jetzt machen. Das heißt, wir gucken uns jetzt als allererstes wieder die Template an und dann gucken wir uns jetzt hier mal den Schnitt an. Also wir sehen, das sind die Koordinaten vom ersten Punkt und das sind die Koordinaten vom zweiten Punkt und die werden in der Mitte hier durch so einen Pfeil getrennt. Das heißt, was wir als allererstes mal machen könnten, ist ja zum Beispiel, wir machen uns wieder ein String Array und sagen jetzt, das ist unsere Line zum Beispiel und cutten jetzt an der Stelle i quasi. Das heißt, wir nehmen jetzt die ite Zeile, die ist am Anfang zum Beispiel 1 und wollen es jetzt hier in der Mitte auseinandersplitten, damit wir dann den linken Punkt und den rechten Punkt schon mal voneinander getrennt haben. Das heißt, wir rufen jetzt hier an der Stelle i, verwenden wir jetzt wieder unsere Split-Methode, allerdings dieses Mal mit einem Pfeil nach rechts. So, genau. Das heißt, in unserem Line-String-Array haben wir jetzt im 0. Element haben wir jetzt den linken Punkt hier zum Beispiel und im ersten Element haben wir jetzt den rechten Punkt. Jetzt müssen wir die Elemente in sich wieder splitten. Das heißt, wir machen uns jetzt hier noch ein String Array und nennen das jetzt zum Beispiel Line Left. Das heißt, das ist jetzt, oder wir können es auch einfach First Point nennen oder so, ist an der Stelle jetzt nicht so wichtig. Und splitten jetzt unser Line-Objekt hier oben. Splitten wir wieder. Und zwar, wir müssen das ja an der 0. Stelle aufrufen. Das heißt, wir splitten das jetzt wieder und jetzt dieses Mal wieder mit dem Semikolon. Ja, ich mache die ganze Zeit den Doppelpunkt. In dem englischen Tastaturlayout, entschuldigt bitte. Und nehmen jetzt hier den Second Point und splitten jetzt unser Objekt an der ersten Stufe. Wieder mit unserem Semikolon. Genau, also was wir jetzt hier haben, das ist jetzt unser First Point, das heißt, das ist jetzt ein String Array mit zwei Objekten. In der ersten Stelle steht zum Beispiel 20 und in der zweiten steht nochmal wieder 20. Dann haben wir hier noch Second Point und da haben wir, das ist auch wieder ein String Array, und da haben wir an der ersten Stelle die 20 zum Beispiel, an der zweiten Stelle die 80. Das heißt, wir haben jetzt alle unsere vier Koordinaten schon mal bereit. Die können wir jetzt auch wieder abspeichern. Wir sagen jetzt x1 ist, wir dürfen nicht vergessen, das allerdings wieder zu einem Integer umzuwandeln. Und sagen, das ist jetzt First Point an der Stelle 0. Und unser y1 ist integer.value of first point an der Stelle 1. Und dann haben wir noch unsere x2-Koordinate, da hatten wir noch das zweite Array. Und sagen, das ist jetzt integer.value of second point an der Stelle 0. Und dann noch unser y2. Und das ist ja integer.value of Second Point an der Stelle 1. Genau. So, jetzt haben wir alle unsere Koordinaten für unser Line-Objekt und können das jetzt auch an der Stelle erstellen. Das heißt, wir machen uns jetzt hier ein neues Line-Objekt, nennen das zum Beispiel Template und speichern das jetzt hier zwischen und sagen jetzt New Line. Wir müssen wieder an den Konstruktor von vorher denken. Das heißt, wir müssen zuerst den ersten Punkt übergeben und dann den zweiten Punkt übergeben. Und jetzt fügen wir dieses Template-Objekt, das wir gerade erstellt haben, noch zu unserem Cutting-Template hinzu. Das haben wir hier oben erstellt. Und da können wir jetzt unsere Methode von vorher verwenden, die nennt sich ja AddCut. Und mein Fehler an der Stelle, weil AddCut kriegt ja die Koordinaten schon übergeben und erstellt dann an der Stelle selbst ein Line-Objekt. Das heißt, wir müssen das Line-Objekt hier gar nicht erstellen. Das heißt, wir können die Zeile hier wieder entfernen. Das heißt, wir müssen unser Line-Objekt hier gar nicht selbst erstellen, sondern können hier einfach AddCut mit den Koordinaten aufrufen. Genau. Und am Ende wird dann unsere Cutting-Template zurückgeliefert. Und damit wäre die Aufgabe ja schon fertig, weil die Vorschleife durchläuft ja jetzt alle Linien ab der ersten Linie und fügt immer unsere Lines hinzu. Als nächstes beschäftigen wir uns mit der H4, Zuschnittsvorlagen einlesen. Wir sollen hier nun eine Private Void-Methode LoadAllCuttingTemplates implementieren und die befindet sich in der Klasse MainFrame. Was die Methode machen soll, sie soll alle Dateien im Ordner Templates durchgehen und Dateien mit der Endung .txt als Cutting-Template einlesen. Und wir sollen dann die Namen der eingelesenen Templates auf den Dateipfad der eingelesenen Datei setzen. Falls sich also die Datei template123.txt dort befindet,
wird der Name des zugehörigen Cutting-Templates auf template/template123.txt gesetzt. Wir sollen dann alle geladenen Templates der Liste Templates der Klasse Mainframe hinzufügen. Wir sollen auch unsere eventuell geworfenen Exceptions abfangen. Wir hatten ja vorher IO-Exceptions verwendet zum Beispiel und dann folgenden Text ausgeben. Und sollen hier auch wieder unseren Namen der Datei einarbeiten. Wir arbeiten jetzt also in der Klasse Mainframe und gucken uns zuallererst ein bisschen die Attribute an und sehen zum einen, dass wir hier eine Linked List haben, die nennt sich Templates und in die sollen wir dann die Cutting Templates einfügen. Also wie gehen wir hierbei vor? Als allererstes müssen wir irgendeinen Bezug zu den Ordnern herstellen. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier erstmal eine File und nennen die hier zum Beispiel Template Folder und übergeben der im Konstruktor dann unseren relativen Pfad und sagen hier Templates slash ist der relative Pfad, den wir hier möchten. File haben wir hier, glaube ich, noch nicht importiert. Das heißt, das müssen wir an der Stelle auch noch machen. Genau, so. Als nächstes lassen wir uns hier ein File-Array erstellen und wir verwenden hier die Methode ListFiles. Das ist eine Methode der Klasse File und die gibt uns quasi ein File-Array all der Dateien an diesem Pfad zurück. Das heißt, wir sagen jetzt hier einfach mal List of Files und das rufen jetzt auf unserem Template-Folder. Rufen wir jetzt an der Stelle hier ListFiles auf und lassen uns damit die Files in ein Array zurückgeben. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere ListOfFilesArray und finden jetzt die Pfade der Dateien. Als nächstes können wir jetzt diese Dateien durchlaufen. Das machen wir einfach mit einer Vorschleife. Machen das jetzt hier mal mit dieser Art Vorschleife. Und die solltet ihr auf jeden Fall bestimmt schon mal gesehen haben während dem Semester. Das heißt, wir haben jetzt hier für jede File in dieser List of Files haben wir jetzt hier einfach mal eine temporäre Variable, die nennt sich File und die wird quasi in jedem Schleifendurchlauf wird die quasi verändert, bis halt alle Files in List of Files durchgelaufen sind. Ja? Könntet ihr das jetzt natürlich noch mit einer anderen Art Vorschleife lösen, wir machen es jetzt an der Stelle mal so. Also, als allererstes müssen wir prüfen, ob die File überhaupt eine File ist oder auch ein, könnte ja auch ein Ordner sein oder ähnliches. Das heißt, wir fragen hier einfach, ob das eine File ist. Da gibt es die Boolean-Methode isFile und machen das jetzt hier mit einer If-Anweisung. So, als nächstes sollten wir jetzt hier überprüfen, ob die Datei denn überhaupt eine .txt-Datei ist. Das heißt, wir holen uns jetzt hier erstmal den Namen der File und speichern den jetzt hier mal zum Beispiel in Name ab und machen das mit der Methode getName. So, wie können wir uns jetzt die Dateiendung holen? Es gibt eine String-Methode, die heißt lastIndexOf und wir wissen ja, dass eine Dateiendung immer ab dem Punkt beginnt und das ist ja der letzte Punkt in diesem String. Das heißt, wir können uns jetzt hier den endIndex ausgeben lassen, indem wir die Methode, das ist eine Objektmethode, die können wir auf unserem String aufrufen und sagen jetzt hier lastIndexOf und übergeben ihm dann ein Char oder auch ein String. Also an der Stelle ist es ein String, aber es könnte natürlich auch, also es ist natürlich nur ein einzelner Charakter, aber es könnten auch mehrere Sachen sein zum Beispiel. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Endindex, den letzten Index im String, an dem ein Punkt vorkommt, ja? Das ist ja bei .txt ist es dann quasi der Index des Punktes. So. Nun lassen wir uns noch den Substring zurückgeben und nennen den jetzt hier einfach mal Ending zum Beispiel. Und sagen jetzt an der Stelle name.substring. Und Substring gibt uns, den Endindex brauchen wir an der Stelle nicht. Und Substring gibt uns quasi, wenn wir hier den Startindex ausrufen, gibt es uns den Endindex. Also quasi den ganzen String ab diesem Punkt an. Und wir übergeben dem jetzt an der Stelle natürlich unseren Endindex. Das heißt, was die Methode jetzt hier macht, ist, die gibt uns den String ab diesem Punkt zurück. Ja? Also wir sagen jetzt, der Punkt ist jetzt an Position 10 oder so. Dann übergeben wir Substring hier Position 10. Und Substring liefert uns dann quasi Punkt 10, also den Char an Punkt 10, plus halt alle weiteren Punkte zurück. Und den speichern wir jetzt hier in Ending ab. Und jetzt können wir zum Beispiel ganz einfach gucken, ob unser Ending, da nehmen wir jetzt Equals, weil das String sind ja Objekte,
Das heißt, wir verwenden hier equals und überprüfen jetzt, ob das am Ende unserem .txt entspricht. Genau, weil dann wissen wir, das ist jetzt eine .txt-Datei. Als allernächstes lesen wir die Datei an der Stelle jetzt ein. Da haben wir ja vorher read-all-lines gemacht, read-all-lines implementiert. Und wir können das jetzt auch noch was zwischenspeichern. Das heißt, wir speichern das jetzt in einem String-Array. Nennen das einfach mal lines und rufen jetzt unsere Methode read-all-lines auf. Und dafür holen wir uns jetzt den Pfad dieser Datei hier. Weil hier ist ja, also jede File hier hat ja auch einen Dateipfad. Und den können wir uns jetzt hier holen mit file.getPath. Weil diese Methode readAllLines braucht ja einen String, der einen Dateipfad darstellt. Und das hier liefert uns einen String zurück, ja? An der Stelle können wir jetzt aber sehen, dass wir was vergessen haben. Wenn wir hier mal drüber fahren, steht jetzt hier, wir haben die IO-Exception nicht abgefangen. Das heißt, wir müssen das Ganze hier in einem Tryblock behandeln. Ups, den machen wir uns jetzt hier auch mal auf an der Stelle und packen unsere Anweisung jetzt wieder hier rein. Und wie ihr bereits gelernt habt, muss nach einem Tryblock ja auch ein Catchblock folgen. Und wir fangen jetzt hier an der Stelle mal explizit unsere IO-Exception ab. Und um die Fehlermeldung kümmern wir uns dann danach. Da schreiben wir uns jetzt kurz ein To-Do hin. So, genau, wir haben jetzt unser String Array Lines, das heißt, wir haben jetzt hier die File eingelesen und wir haben ja vorher schon unsere Methode Parse Cutting Template implementiert. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier mal ein Cutting Template, das nennen wir jetzt mal CT zum Beispiel für Cutting Template und rufen jetzt unsere Klassenmethode auf. Die hieß ja Parse Cutting Template und übergeben dem jetzt hier auch unsere String Array Lines. Ja? Das heißt, die erstellt uns jetzt hier unser Cutting Template. Und wir speichern das hier in der Variable CT. So, nun hieß es ja noch, dass wir den Namen dieses Cutting Templates auf den Pfad setzen sollen. Das heißt, wir verwenden jetzt hier die Methode setName und verwenden hierfür wieder unsere file.getPath-Methode. Die liefert uns ja unseren String. Ups. Die liefert uns ja diesen String zurück und das soll ja auch an der Stelle der Name sein. Als nächstes sollten wir noch unser Cutting Template dann hier oben zu dieser Linked List hinzufügen. Das machen wir jetzt an der Stelle auch. Die Linklist hat auch einfach eine Methode add. Das heißt, wir schreiben hier templates.add und übergeben jetzt hier unser Cutting Template CT. Genau. Und damit wäre der Teil hier auch schon erledigt. Wie gesagt, wir haben hier unser Cutting Template eingelesen und hier gespeichert im String Array. Hiermit haben wir unser Cutting Template erstellt. Hiermit haben wir den Namen auf den Dateipfad gesetzt. Und hiermit haben wir es dann zu der globalen Linklist, also nicht global, aber in der Datei halt in der Mainframe-Klasse gescopten List hinzugefügt. Als allernächstes sollen wir hier noch die IO-Exception catchen. Und wir sollten da ja eine Fehlermeldung ausgeben. Das heißt, wir geben die hier auf dem Error-Stream aus. Und wir sollten schreiben unable to load file. Und sollten ja jetzt hier noch den Dateinamen übergeben. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das heißt, wir holen uns den Dateinamen hier wieder über file.getPath. Und dann am Ende soll noch ein Ausrufezeichen stehen. Das fügen wir hier auch noch hinzu. Und dann schließen wir das Ganze ab. Und damit wäre an der Stelle auch die, ich glaube es war die H4, die H4 erledigt. Wir können jetzt hier noch unsere Java-Docs vervollständigen, aber die stehen hier eh schon. Loads all cutting templates and folder templates. Perfekt. Als nächstes befassen wir uns mit der H5, Zuschnittsvorlagen zeichnen. Wir sollen jetzt hier nun eine Public-Methode drawTemplate in der Klasse CuttingTemplate implementieren. Die Methode hat einen Parameter vom Typ Function und liefert ein BufferedImage zurück. Wir sollen nun das bereits vorhandene GraphicsObject benutzen, um auf das BufferedImage zu zeichnen. Wir sollen für jede Schnittlinie der Vorlage zunächst die Farbe der zu zeichnenden Schnittlinie mit der übergebenen Funktion bestimmen und die Schnittlinie soll dann auf dem BufferedImage gezeichnet werden. Und am Ende sollen wir noch einen schwarzen Rand hinzufügen. Wir können danach auch dann überprüfen, ob das Ganze funktioniert. So, wir gucken uns nun die Aufgabe an und sehen, dass wir hier bereits schon etwas gegeben haben. Also unser Buffer-Image wurde hier bereits initialisiert und wir haben hier auch schon ein Graphics-Object. Wir sehen jetzt hier, dass hier schon bereits etwas Code drinsteht. Hier wird schon die Farbe auf Rot gesetzt und hier wird eine Linie gezeichnet. Also gucken wir uns das Ganze mal an. Und wir sehen dann, dass auch hier oben schon eine rote Linie gezeichnet wurde. Das ist jetzt natürlich nicht Teil der Aufgabe, aber das wurde hier schon geschrieben. Wir können es aber an der Stelle getrost entfernen. So. Als allererstes müssen wir jetzt, wir haben ja hier unsere Liste mit Cuts. Das ist ja hier oben unsere ArrayList.
Das heißt, wir können die jetzt hier einfach wieder mit einer Vorschleife durchlaufen und sagen jetzt einfach mal Line L von Cuts. Das heißt, wir durchlaufen die hier wieder mit einer Vorschleife. Und wir sollen ja jetzt für jeden Cut, sollen wir diese Function, die wir hier oben haben, verwenden. Und wie ihr hoffentlich wisst, hat Function eine Methode apply. Und die sollen wir an der Stelle verwenden. Das heißt, sie kriegt eine Line übergeben und gibt dann eine Color aus. Das heißt, wir setzen jetzt hier die Farbe. Setzen jetzt hier die Farbe von unserem Graphics Object. Setzen wir auf Color. Das ist hier unser Objekt, das Function, unser Function Objekt. Und verwenden hier die Methode apply und verwenden das jetzt mit unserer Linie T. So. Als nächstes müssen wir jetzt noch die Linie zeichnen. Und dafür verwenden wir die Methode drawLine. Und dann haben wir hier auch schon vier Koordinaten gegeben. Die müssen wir jetzt allerdings noch auf unsere Linie beziehen. Das heißt, wir können hier einfach die Attribute aufrufen. Die haben jetzt hier keine Getter-Methoden. Das heißt, wir können die hier einfach so aufrufen. Mit Attribut aufrufen. So. Und damit zeichnen wir jetzt eine Linie. Und das machen wir jetzt hier für jede Linie in Cuts. Ja? So. Als nächstes sollten wir jetzt noch einen schwarzen Rand zeichnen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zuerst die Farbe setzen, und zwar auf schwarz. Das heißt, wir setzen die jetzt hier auf color.black. Da müssen wir jetzt vielleicht noch Color importieren. Das wurde aber schon gemacht. Perfekt. Und dann zeichnen wir jetzt noch ein schwarzes Rechteck. Das heißt, wir können hier drawRect verwenden und haben wir auch wieder Koordinaten, die wir übergeben müssen. Das soll aber ganz oben links anfangen. Ups. Das heißt, wir können hier 0 übergeben. Und da wir von 0 bis zum Ende zählen, wäre das jetzt hier ein Off-by-One-Error. Das heißt, wir müssen hier noch eins abziehen und hier noch eins abziehen, damit wir nicht zu weit in den Rand gehen. So, das Ganze sollte an der Stelle jetzt eigentlich auch funktionieren. Also können wir es ja mal ausprobieren. Und sehen, dass jetzt hier auch schon unsere Templates gezeichnet wurden an der Stelle. Das sind jetzt die drei, die wir am Anfang übergeben haben. Die können wir hier unten durchwechseln. Und wie gesagt, wir können sehen, dass die jetzt hier schon gezeichnet worden sind. Wir fügen jetzt hier nur wieder kurz die Java-Docs hinzu. Und was die Methode ja macht, die hat ja hier oben unsere Cuts und zeichnet die alle. Das heißt, wir schreiben jetzt hier draws the cuts of our ArrayList cuts. Dann given color function to apply. Und der Return ist dann ein Buffered Image. So, kommen wir nun zu H6. Und als allererstes fangen wir natürlich mit der H6.1 an. Und da sollen wir Schnitte hervorheben. Also in der GUI soll es die Möglichkeit geben, bestimmte Schnitte in der aktuell angezeigten Vorlage in einer anderen Farbe hervorzuheben. Und wir können uns hier aussuchen, welche Komponenten wir verwenden möchten. Und dann gibt es hier verschiedene Vorgaben. Also Schnitte, die parallel zur X-Achse des Fensters sind, sollen in Rot hervorgehoben werden. Schnitte, die parallel zur Y-Achse sollen in Orange hervorgehoben werden. Und Schnitte, die die komplette Fläche teilen, sollen in Magenta gezeichnet werden. Alle anderen Schnitte sollen blau bleiben und diese Features sollen auch beliebig kombinierbar sein. Wenn jetzt allerdings ein Schnitt parallel zur Achse ist und auch die komplette Fläche teilt, dann soll hier trotzdem Magenta verwendet werden. Entschuldigung. Mit dem Aufruf der Methode drawCurrentCuttingTemplate soll dann die Vorlage erneut gezeichnet werden. Und die Farben, in der die Schnitte gezeichnet werden, sollen wir ändern, indem wir das Attribut currentColorFunction ändern. Und da können wir dann einfach eine andere Funktion zuweisen und dann wird quasi die Farbe anders gezeichnet. Genau. Wir gucken uns dafür jetzt als allererstes erstmal den Konstruktor der Klasse Mainframe an. Und zwei Sachen, die hier am wichtigsten sind, ist, also wir haben hier ein Border Layout bei unserem Mainframe. Und wir haben das ist glaube ich ein JFrame, genau. In diesem JFrame haben wir jetzt zwei J-Panels. Wir haben zum einen ein Image-Panel. Das wird dann auch im Center hinzugefügt. Und wir haben hier noch ein Control-Panel. Und dieses Control-Panel hat dann in sich ein Flow-Layout. Das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Und dieses Control-Panel wird dann auch hier ganz unten wieder zu unserem Mainframe hinzugefügt. Und zwar mit BorderLayout.PageEnd. Das heißt quasi ganz unten im BorderLayout.
Wir sehen jetzt hier noch weitere Sachen. Wir sehen hier noch einen J-Button. Das ist der mit dem Pfeil nach links. Der hat hier auch einen Action-Listener. Und dann haben wir hier noch den Pfeil nach rechts und in der Mitte auch ein Label. Und die werden hier dann auch alle zu unserem Control-Panel hinzugefügt. Und ich habe mir jetzt gedacht, wir machen das Ganze jetzt einfach mit Checkboxes. Das ist an der Stelle am einfachsten, finde ich. Das heißt, wir erstellen uns jetzt hier erstmal neue Checkboxes. Wir nennen zum einen zum Beispiel eine, wir sollten natürlich auch das Objekt erstmal erstellen. Das heißt, wir machen uns jetzt hier eine J-Checkbox. Ich glaube, die Syntax war so. Oder das B-Klein muss ich gleich nochmal nachgucken. Und nennen die jetzt Checkbox Horizontal. Und machen jetzt hier eine New J-Checkbox. Und die hat jetzt im Konstruktor direkt auch den Text, der angezeigt werden soll. Das heißt, wir sagen jetzt hier zum Beispiel Horizontal. Und kopieren uns das Ganze jetzt hier zweimal nach unten. Nehmen jetzt hier noch eine Checkbox Vertical. Und schreiben hier als Text auch Vertical rein. Und machen hier dann noch eine Checkbox Split zum Beispiel. Und schreiben dann hier Split rein. Jetzt müssen wir das Ganze noch importieren, logischerweise. Und machen das hier bei den anderen Sachen. Und dann können wir auch gleich gucken. Die Syntax von mir. Ah, wir brauchen ja die J-Checkbox. Entschuldigt. J-Checkbox. Genau, und dann war meine Syntax sogar richtig. Das heißt, das B muss groß geschrieben werden. Jetzt haben wir hier unsere drei Checkboxen. Die können wir auch, wenn wir möchten, jetzt direkt hinzufügen. Ach komm. Das heißt, wir fügen die jetzt hinzu zu unserem Control Panel. Das heißt, wir schreiben jetzt hier Control Panel Add. Ups. Und dann die horizontale Checkbox zum Beispiel zuerst. Und dann möchten wir hier noch die vertikale Checkbox hinzufügen und die Split Checkbox. So, jetzt können wir das Programm auch schon mal ausführen und sehen, dass unsere drei Checkboxes hier unten bereits sind, aber die machen jetzt natürlich noch nichts, weil wir haben ja noch keine Logik hinzugefügt. Das heißt, wir machen jetzt als allernächstes die Logik. Und wir könnten dafür jetzt natürlich eine eigene Klasse erstellen und könnten da dann Item-Listener implementen. Wir können das Ganze aber auch so machen. Das heißt, wir schreiben jetzt hier Checkbox Horizontal, machen dann Add Item Listener und machen das Ganze jetzt direkt hier. Das heißt, wir schreiben jetzt Add New Item Listener und können den dann direkt hier erzeugen. So, das heißt, die Methode von Item Listener ist Item State Changed. Das heißt, wir müssen die jetzt hier implementieren und benötigen hier das Item Event E. Das ist wie beim Action-Listener, den kennt ihr vielleicht auch. Der wird bei Buttons verwendet. Wir haben ja hier bei Checkboxes, das heißt, wir brauchen hier den Item-Listener. Ich nehme schnell das Semikolon, damit sich das Programm hier nicht beschwert. Und müssen danach noch den Item-Listener importieren und das Item-Event. Hier machen wir dann gleich eine Methode. Und zwar soll die Methode unsere CurrentColor-Function anpassen. Die müssen wir dann gleich noch schreiben. Und wir machen gleich noch, erstmal importiere ich hier kurz die Listener, das heißt, wir brauchen Item Event und wir brauchen Item Listener. Genau. So. Und hier waren wir. Genau. Das kopiere ich jetzt ganz kurz und passe das noch an für die Split Checkbox und für die vertikale Checkbox. Genau, weil die brauchen auch alle Item Listener. Aber hier müssen wir jetzt noch die Funktion schreiben, die quasi unsere Farben anpasst. Das machen wir jetzt natürlich außerhalb des Scope des Konstruktors. Das heißt, die kann auch private sein hier an der Stelle, die Methode. Und wie nennen wir die jetzt? Das ist eigentlich ziemlich egal. Wir können sie Checkboxes Changed nennen zum Beispiel. Und da wir drei verschiedene Knöpfe haben, die gedruckt werden können, übergeben wir der Methode jetzt drei Booleans. Das heißt, wir nennen die HorChange für Horizontal Changed, ein Boolean für VertChanged und ein Boolean für Split Changed. So, jetzt müssen wir uns ganz kurz angucken. Hier oben sehen wir die Attribute. Und hier sehen wir zum Beispiel CurrentColorFunction. Ja? Das ist die Funktion, die dann später verwendet wird, um die Farbe der einzelnen Schnitte anzupassen. Und die müssen wir jetzt ändern.
können wir jetzt hier zum Beispiel einen Lambda-Ausdruck machen. Das heißt, wir möchten jetzt für die Line L der Funktion, möchten wir jetzt hier einen Lambda-Ausdruck machen. Damit fangen wir jetzt hier an an der Stelle. Das heißt, auf die Line, die die currentColor-Function übergeben bekommt, wird jetzt das angewandt, was wir schreiben. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wir haben ja jetzt hier drei Booleans. Und in der Aufgabenstellung stand ja, wenn das gesplittet ist, dann soll die Farbe Magenta sein. Egal, ob das jetzt horizontal oder vertikal ist, dieser Split-Change soll immer das Wichtigste sein. Ja? Das heißt, wir fangen ganz am Anfang damit an und schreiben jetzt hier, ich nehme mal, glaube ich, bessere Variablennamen, die sind hier nicht so toll. Wenn man die Variablennamen erklären muss, dann weiß man meistens, dass sie nicht so gut sind. Ich nenne die jetzt mal Horizontal Selected und Vertical Selected und Split Selected. Da weiß man, glaube ich, schneller, um was es geht. Das heißt, wir fragen jetzt hier ab, falls Split Selected ist. An der Stelle müssen wir uns jetzt natürlich Gedanken machen, wie wir gucken, ob die Sachen jetzt die Template schneiden. Das machen wir aber gleich. Wir gucken uns jetzt erstmal die einfacheren Sachen an, damit ihr hier besser nachvollziehen könnt, was hier diese currentColor-Function überhaupt macht. Weil, wie ihr hier auch nochmal seht, das ist ja eine Function. Und der erste generische Typ ist immer der Input und der zweite generische Typ Entschuldigung, ist der Return. Das heißt, wir müssen hier eine Farbe returnen. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal zum Beispiel if horizontal selected, dann möchten wir an der Stelle, müssen wir jetzt natürlich gucken, ob das überhaupt auch der Fall ist bei der Linie, die wir hier übergeben bekommen. Und wie gucken wir, ob das horizontal ist? Wir gucken einfach, ob die y-Koordinaten die gleichen sind. Weil dann hat es ja keine Steigung und ist damit horizontal. Das heißt, wir rufen uns jetzt hier unsere Attribute ab und überprüfen hier, y1 natürlich, ob y1 gleich y2 ist. Und wenn das der Fall ist, dann sollen wir die Farbe rot zurückgeben. Das heißt, wir rufen hier das Attribut red von color, sondern wir geben es hier an der Stelle zurück. Ja, und damit wäre auch der Fall hier schon abgeschlossen, falls es horizontal ist. Dann müssen wir noch gucken, ob es vertikal ist. Das heißt, wir gucken hier, ist vertical selected. Und dann müssen wir natürlich zusätzlich gucken, ist es jetzt vertikal? Selbes Prinzip wie vorher, außer wir müssen jetzt auf die x-Koordinate achten. Weil wenn die x-Koordinate dieselbe ist, dann ist es vertikal. Das heißt, selbes Spiel wie oben. Gucken, ob die beiden Koordinaten dieselben sind und dann sollen wir die Farbe orange zurückgeben. So, das wären jetzt die beiden ersten Fälle. Falls keiner dieser beiden Fälle eintritt, sollen wir natürlich die Farbe blau zurückliefern, damit die anderen Schnitte, bei denen keines dieser Attribute eintrifft, natürlich passen. Hier an der Stelle müssen wir noch das Semikolon setzen für die currentColor-Function. Und am Ende müssen wir dann nochmal das Template neu zeichnen. Das heißt, wir rufen hier drawCurrentCutting-Template nochmal auf. Natürlich mit Klammern, das ist ein Methodenaufruf. Jetzt müssen wir uns hier nur noch um die Logik hier oben kümmern. Also, der Split heißt ja, dass der Schnitt vom einen Rand bis zum anderen Rand geht. Das heißt, was wir an der Stelle erstmal brauchen, ist, wir brauchen ja die Größe des Templates. Weil das Template kann natürlich verschiedene Größen haben. Und das momentane Template, auf dem wir gerade arbeiten, ist hier immer in der Linked List, haben wir alle Templates. Und wir haben hier diesen Template-Index. Der ist am Anfang 0 und wenn wir auf die Pfeile drücken, um die Templates zu wechseln, dann erhöht sich oder verringert sich der Wert hier. Ja? Das heißt, wir können auf unser momentanes Template zugreifen, indem wir uns das Element aus der Linked List holen mit diesem Index. Das machen wir jetzt hier unten erstmal. Das heißt, wir holen uns die Breite, indem wir jetzt hier sagen templates.get und dann verwenden wir diesen Index, der heißt Visible Template Index und dann müssen wir uns noch die Breite holen, da machen wir einfach get width. So, dasselbe nochmal für die Höhe. So, jetzt haben wir die Breite und die Höhe. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Fälle, bei denen das Ganze passieren kann und die gucken wir uns jetzt einen nach dem anderen an.
Es gibt hier vier verschiedene Fälle, die wir betrachten müssen. Wir haben zum einen den Fall, falls der erste Punkt, also wir reden zuerst über die x-Koordinaten. Könnt ihr euch vorstellen, falls der erste Punkt zum Beispiel rechts außerhalb des Randes oder auf dem Rand liegt und falls der zweite Punkt links auf dem Rand oder links außerhalb des Punktes liegt. Das können wir natürlich auch noch drehen, es ist ja egal, ob das jetzt Punkt 1 oder Punkt 2 ist. Und die anderen beiden Fälle sind dasselbe mit den y-Koordinaten. Also der erste Punkt liegt zum Beispiel auf dem oberen Rand oder außerhalb des oberen Randes und der zweite Punkt liegt unterhalb des unteren Randes oder auf dem unteren Rand oder halt wieder gedreht. Das heißt, wir können jetzt hier anfangen. Wir haben ja hier wieder unsere Linie über unsere Current Color Function gegeben. Das heißt, wir fragen jetzt anfangs zum Beispiel, falls x1 größer als die Breite minus 1 ist. Minus 1 nicht vergessen, weil wir wollen hier kein Off-by-One-Error. Und dann gucken wir noch, ist jetzt dann unser x2 quasi kleiner oder gleich, ups, kleiner oder gleich 0. Also das wäre jetzt an der Stelle der Fall, wenn unser x1 rechts außerhalb oder auf dem Rand liegt und unser zweiter Punkt, unser x2 links auf dem Rand oder links außerhalb. Und was wir an der Stelle machen sollen, wir sollen ja Magenta zurückliefern, damit es in Magenta gezeichnet werden kann. Und das machen wir an der Stelle auch. So, jetzt haben wir nochmal drei Cases. Ich mache mir hier kurz das Leben ein bisschen leichter und kopiere die. Wir passen die dann an. Der zweite Fall ist jetzt der, wenn unser x1 quasi links rausguckt. Das heißt, wir können uns die Bedingungen hier kopieren. Und wenn unser x2 quasi rechts über den Rand guckt. Ja. So, dasselbe müssen wir jetzt noch mit y1 machen und y2. Und da müssen wir allerdings die Höhe betrachten und nicht die Breite. Und das wäre jetzt der Fall, wenn unser y1 unten ist und unser y2 oben ist. Und dann brauchen wir natürlich nochmal den umgedrehten Fall. Das wäre jetzt also der Fall, wenn unser y1 oben rausguckt oder oben auf dem Rand liegt und das, wenn das y2 unten auf dem Rand liegt oder unten rausguckt. So, das wäre jetzt hier unsere Funktion. Und die müssen wir jetzt natürlich noch aufrufen, weil das Programm beschwert sich hier schon, dass die Methode nie lokal geused wird. Und da hatte ich ja vorher schon gesagt, wir haben hier noch ein To-Do. Und jetzt haben wir hier Item State Change. Da müssen wir jetzt noch unser To-Do schreiben. Und wir rufen jetzt hier unsere Methode auf. Die haben wir Checkboxes Changed genannt. Und die braucht ja jetzt drei Booleans. Und wie ihr vielleicht wisst, hat eine Checkbox einen Methodenaufruf, mit dem man überprüfen kann, wie denn der momentane State ist. Und die übergeben wir jetzt hier an der Stelle. Wir hatten zuerst unsere horizontale Checkbox in unserem Konstrukt, hier in unserem Methodenkopf, genau. Das heißt, wir machen hier Checkbox horizontal.isselected heißt die Methode. Die liefert quasi ein Boolean zurück und sagt, ob das ausgewählt ist. Dann natürlich ein Komma. Kopieren wir das Ganze hier zweimal. Machen das Komma hier am Ende weg und passen das hier natürlich wieder an. Dann fehlt hier noch das Semikolon. Und die Methode ruft jetzt quasi, die fragt immer ab, ist die Checkbox ausgewählt, ist die Checkbox ausgewählt, ist die Checkbox ausgewählt und ruft dann jedes Mal unsere Methode auf, die dann dementsprechend unsere Color Function ändert. So, der Methodenaufruf ist jetzt natürlich für alle Knöpfe derselbe. Und wir speichern das Ganze und gucken uns das mal an. So, wir haben jetzt hier unser Cutting Template. Jetzt gucken wir mal, ob die Horizontallinien eingefärbt werden. Und da sehen wir auch, die sind jetzt rot eingefärbt worden, das ist korrekt. Können wir nochmal ausmachen, dann gucken wir vertikal. Die sind jetzt hier orange, perfekt. Können auch beide kombinieren, dann sind die orange und gelb hier. Dann können wir das Ganze splitten und also unseren Split-Knopf auswählen. Dann sehen wir jetzt, dass die Linie Magenta eingefärbt worden ist. Und wir sehen auch, dass hier alle möglichen Kombinationen funktionieren. Können wir nochmal für andere Templates ausprobieren, funktioniert auch hervorragend. Und auch für dieses Template sollen beide ausgewählt werden. Perfekt. Nun zur letzten Aufgabe. Wir sollen hier Schnitte einzeichnen und wir möchten quasi, dass der Nutzer selbst Schnitte einzeichnen kann und wir sollen dafür eine Art Zeichenmodus implementieren, den man ein- und ausschalten kann. Wir sollen dafür zunächst die GUI so erweitern, dass man den ein- und ausschalten kann. Dann nehmen wir dann gleich wieder eine Checkbox her und es ist uns hier freigestellt. Also wie gesagt, wir nehmen eine Checkbox und es soll möglich sein, ohne dass man halt den Code betrachten muss.
Und wenn der Modus aktiviert ist, dann soll man durch Klicken auf das Image Panel neue Schnitte einzeichnen können. Und für jeden neuen Schnitt sind zwei aufeinanderfolgende Mausklicks nötig. Der erste Klick gibt quasi den Startpunkt an, der zweite den Endpunkt. Und wenn zweimal hintereinander geklickt wurde, soll der dann der Vorlage hinzugefügt werden. Dann kann wieder geklickt werden, neu hinzuzufügen. Und wenn der Zeichenmodus ausgeschaltet wird, dann sollen die gespeicherten Klicks verworfen werden. Und die bereits eingezeichneten sollen natürlich erhalten bleiben. Als allererstes machen wir uns Gedanken darüber, was wir brauchen könnten. Wir brauchen auf jeden Fall eine Möglichkeit, um die Koordinaten des ersten Klicks irgendwie zu speichern. Und außerdem brauchen wir natürlich hier an der Stelle ein Boolean, zum Beispiel, ob denn der Zeichenmodus gerade angeschaltet ist. Um die Koordinaten zu speichern, verwende ich an der Stelle jetzt Point. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ich importiere das hier oben erstmal. Was das macht, ist, es speichert einfach eine X- und eine Y-Koordinate ab. Das heißt, wir machen uns jetzt hier mal ein Objekt von Point und nennen das zum Beispiel einfach First Port oder so, also die ersten Koordinaten. Und erstellen hier auch noch ein Boolean und nennen das einfach mal Draw Enabled. So, jetzt machen wir es wie vorher. Wir gehen jetzt hier erstmal an die Stelle und machen uns hier wieder eine Checkbox und nennen die Checkbox Draw zum Beispiel. Und können hier wieder im Konstruktor einen Text angeben und wählen an der Stelle zum Beispiel Enable Drawing oder Enable Draw einfach. So, die Checkbox können wir auch direkt zu unserem Control Panel hinzufügen. Ah, das machen wir vielleicht erst. Das machen wir erst, nachdem wir den Item Listener hinzugefügt haben. Also, wir brauchen jetzt natürlich wieder einen Item Listener, der uns diese Variable, dieses Boolean, das wir gerade erstellt haben, anpasst. Und das machen wir jetzt wieder wie vorher. Das heißt, wir sagen hier checkbox.draw.addItemListener und erstellen uns den jetzt wieder hier an der Stelle, anstatt es über die Klasse zu machen. Und wie gesagt, der hat ja die Methode ItemStateChanged mit einem übergebenen ItemEvent E. So, und wir müssen jetzt gucken, ist unsere Checkbox gerade an? Dann muss unser Draw-Modus auch an sein. Das heißt, wir machen hier einfach wieder eine If-Anweisung. If, wie haben wir die Checkbox genannt? Draw, Checkbox.draw ist selected. Dann möchten wir hier unser Boolean, das hieß, wenn ich mich recht erinnere, Draw enabled. Das möchten wir an der Stelle dann auf True setzen. Und was wir an der Stelle noch machen müssen, wir wollen ja keine Punkte speichern, wenn irgendjemand auf diesem Zeichenmodus rumdrückt, also dass der an- und ausgeht. Das heißt, wir möchten hier unseren Point, den wir, lasst mich gucken, First Chord genannt haben, den wollen wir auf Null setzen. Das verwenden wir nämlich später zur Überprüfung, ob unser erster Klick bereits getätigt wurde. Das machen wir gleich. Ich mache allerdings hier erst kurz die Methode fertig. Dann machen wir noch einen Else-Fall. Falls das gerade nicht selected ist, möchten wir Draw Enabled natürlich auch False setzen. Der Zeichenmodus sollte dann aus sein. Wir setzen aber trotzdem unsere Koordinate zurück, weil, wie gesagt, wir wollen ja nichts speichern. Hier muss natürlich ein Semikolon hin. Was wir jetzt noch machen, wir fügen jetzt unsere Checkbox noch zu unserem Control Panel hinzu. Das heißt, wieder Control Panel Add und Checkbox Draw. Können wir uns auch kurz angucken, ob das Ganze funktioniert hat, wie wir uns das vorstellen. Und wir sehen jetzt, hier ist unsere Enable Draw und die schaltet im Moment nur dieses Boolean um. Wir können aber logischerweise noch nicht zeichnen, weil wir die Logik noch nicht implementiert haben. So, das heißt, was machen wir jetzt? Wir haben ja oben in unserem JFrame sitzt ja dieses große Image Panel. So, und auf diesem Image Panel können wir jetzt einen sogenannten Mouse-Listener hinzufügen. Das habt ihr bestimmt auch in der Vorlesung schon mal gesehen. Und das machen wir jetzt wie oben. Ein Mouse-Listener hat allerdings kein Listener-Interface, sondern einen Adapter, weil es ja mehrere verschiedene Methoden gibt und deswegen macht man hier so eine Adapter-Klasse. Das ist an der Stelle jetzt nicht so wichtig. Wir müssen die auf jeden Fall aber beide noch importieren. Das machen wir hier an der Stelle. Das heißt, wir brauchen einen Mouse-Adapter. Und wir brauchen einen. Genau. Perfekt. So, da waren wir an der Stelle. Den Listener hätte ich aber, glaube ich, gar nicht importieren müssen, weil wir den hier an der Stelle gar nicht brauchen. Und wir verwenden jetzt hier die Methode mousePressed, weil wir wollen ja was machen, wenn die Maus gedrückt wird.
Mouse pressed kriegt ein Mouse-Event übergeben. Das hätte ich aber importieren müssen. Das machen wir dann gleich noch. Und ich mache es einfach jetzt kurz. Dann ist es erledigt. Genau, importieren hier noch Mouse-Event. Jetzt müssen wir uns ein paar Gedanken machen. Wir haben ja jetzt unser Boolean vorher gehabt. Und wenn dieser Zeichenmodus gar nicht an ist, dann müssen wir auch gar nichts machen. Das heißt, was wir jetzt erstmal machen, ist, wir gucken, ob unser Draw überhaupt enabled ist. Und nur dann wollen wir ja überhaupt zeichnen. Was wir jetzt gucken müssen, wir müssen ja gucken, ob dieser Klick, der getätigt wird, überhaupt in unserem Feld drin liegt. Also wenn hier jemand hier hindrückt, dann soll das ja nicht gezeichnet werden, ja? Es soll ja nur innerhalb des Feldes gezeichnet werden. Und dafür müssen wir hier wieder die Rahmenbedingungen unseres Templates beachten. Das heißt, wir holen uns wieder hier wie vorher, speichern wir uns hier unser Cutting-Template ab, nennen das einfach mal Temp und holen uns das jetzt wieder über die Linked-Liste oben mit der Get-Methode und verwenden dafür wieder unseren Visible-Template-Index. So, jetzt haben wir nämlich unser Cutting-Template und können damit jetzt arbeiten. Und jetzt können wir auch einfach gucken, ist der Klick, der gerade getätigt wurde, ist der denn überhaupt im Rahmen? Das heißt, wir können jetzt auf diesem Maus-Event hier, das hat nämlich auch Koordinaten gespeichert. Wir können uns davon jetzt die X-Koordinate abfragen von unserem Klick und können überprüfen, ist die größer als unsere Breite. Ja, falls das der Fall ist, oder falls die X-Koordinate kleiner als 0 ist, das kann ja auch sein, das heißt, der Klick liegt links außerhalb, dann returnen wir an der Stelle einfach. Das heißt, wenn das passiert, dann wollen wir gar nichts machen. Dasselbe haben wir jetzt natürlich auch für die Y-Koordinate. Das heißt, ich kopiere es hier an der Stelle kurz. Wir brauchen hier aber dann die Höhe. Und hier getY kann ja auch kleiner 0 sein. Und die beiden Fälle möchten wir hier oben abfangen. So, und jetzt geht es an die Logik mit Last Point. Also wir überlegen uns jetzt erstmal, was passieren soll, wenn unser erster Klick passiert. Weil wir brauchen hier irgendeine Möglichkeit, um diese Koordinaten abzuspeichern, die hier passiert sind. Und dafür haben wir uns vorher diesen Point eingerichtet. Das heißt, wir gucken jetzt, wenn Last Point, wie haben wir die Variable genannt? Wir haben die, glaube ich, First Chord genannt, entschuldigt. Genau, First Chord. Also, wenn unser First Chord, wenn der gleich null ist, Entschuldigung, da brauchen wir natürlich den Vergleich. Wenn der gleich null ist, dann möchten wir den jetzt initialisieren. Das heißt, wir sagen jetzt hier, First Chord ist gleich New Point und zwar mit e.getX, das ist die x-Koordinate, und e.getY. Weil wir möchten ja diesen Point abspeichern. Weil den brauchen wir später noch, um dann die Linie zu zeichnen. Aber an dem Punkt hier können wir die Linie noch nicht zeichnen, weil wir haben ja erst einen Mausklick quasi. Und genau, also so speichern wir jetzt den Punkt ab. Und damit wäre die Methode an der Stelle auch fertig. Aber wenn die Methode jetzt das zweite Mal aufgerufen wird, dann ist es ja hier nicht null. Das heißt, wir kommen nicht in diese If-Anweisung rein und machen jetzt hier einen Else-Case. Ups. Und in diesem Else-Case können wir jetzt den Cut hinzufügen. Weil jetzt haben wir ja den alten Punkt und wir kriegen jetzt über dieses neue Maus-Event kriegen wir auch den neuen Punkt. Und hier oben haben wir unser Cutting-Template. Das heißt, wir können jetzt hier temp.addCut machen und können jetzt hier, das heißt, wir verwenden hier die Koordinaten von unserem ersten Punkt. Das heißt, wir verwenden hier firstChord.x und hier firstChord.y. Und hier können wir jetzt die Koordinaten des Mouse-Events verwenden. Das heißt, hier getX, ups, und hier e.getY. Hier habe ich mich natürlich verschrieben. So, was wir hier jetzt aber machen müssen, wir müssen den Last Point, unseren First, also unseren ersten Punkt, müssen wir auch wieder zurücksetzen auf Null, damit wir dann noch weitere Linien zeichnen können. Genau, an der Stelle müssen wir dann allerdings auch wieder daran denken, dass diese Linie auch irgendwie gezeichnet werden muss. Das heißt, wir müssen hier wieder unsere Methode drawCurrentCuttingTemplate aufrufen, damit das Ganze auch gezeichnet wird. Genau, hier ist ein Fehler drin. Ich habe mich schon gewundert, warum das hier kringelt wird. Genau, haben wir jetzt irgendwas vergessen? Wir fügen die Checkbox hinzu. Die Checkbox an sich hat einen Item-Listener, das Image-Panel hat jetzt den Mouse-Listener.
Und ich denke, das sollte an der Stelle funktionieren. Wir gucken uns das Ganze mal an. So, das heißt, wir können jetzt hier natürlich wieder unsere Farben anmachen und wir können jetzt hier den Zeichenmodus anmachen. Wenn man jetzt noch möchte, könnte man hier natürlich auch noch ein Textfeld einfügen, das sagt, zeichne jetzt die erste Linie oder setze den ersten Punkt. Da seid ihr natürlich frei, wenn ihr da Lust drauf habt, da kann man sehr viel mitmachen. Und wir setzen jetzt hier mal den ersten Punkt und dann den zweiten Punkt und wir sehen jetzt hier auch, dass wir jetzt hier eine Linie gezeichnet haben. Das können wir jetzt nochmal probieren. Hat auch sehr gut funktioniert und nochmal. Dann setzen wir mal einen Punkt. Machen den Modus aus, machen ihn wieder an und setzen jetzt noch einen Punkt. Und wir sehen, es hat jetzt keine Linie direkt gezeichnet. Das heißt, der alte Punkt ist verworfen worden und wir können hier eine neue Linie zeichnen. Und wir sehen hier oben sogar, die neue Linie, die wir vorher gezeichnet haben, war horizontal und ist dadurch rot gefärbt worden. Und damit wären wir auch an der Stelle schon fertig mit der Hausübung.